Vormittag wollte ich mich schon wieder ärgern, aber das schaffen die nicht. Die können mir den ganzen Tag nicht einfach so versauen, weil ich habe Maufen schöne Sachen hier und ich habe gerade was gegessen. Darum mache ich auch Food Content, weil ich davon gute Laune bekomme, davon geht es mir besser und wir kommen so auch besser zusammen. Das ist einfach nur geil. Also Essen ist immer das Beste. Nur muss ich jetzt aufpassen, dass ich mit meinem Geld klarkomme, weil im August, also Anfang August, kommt so. Bringen Lego ein wahnsinnig überteuertes, ich übersetze mal direkt auf Deutsch, Luftdruck-Zahnrad-Spielzeug raus. Und das ist auch noch im winzigen Maßstab, also es ist sehr klein, ah, es regnet gerade. Ah, ich habe kein Dach, meine Masken habe ich zum Trocknen rausgehängt. Ah, ich habe noch ein paar eingepackt. Ums komplette Gebäude rum ist kein, also nirgendwo ein Vordach. Nicht vom Eingang, nicht da, nicht da, also nirgendwo, nirgendwo. Ich wohne in einer wahnsinnigen Sparmaßnahme. Also es gibt nicht mal einen Keller hier, ne? Hier gibt es keinen Keller. Weil, ja, Rummelsberg, der muss mehr Geld sparen. Und zwei Waschmaschinen und ein Trockner, das geht auf einmal. Also zwei Waschmaschinen. Eine Waschmaschine hätte auch gereicht, aber. Der Bezirk ist halt eben so wie Lego. Die bringen auch Gründe ans Tageslicht, die keinen Sinn machen, weil die reden alle beide vom Sparen. Und das ist nicht Sparen. Also wenn die wirklich was verknappen würden, nur so viel wie gebraucht wird, dann gäbe es da drüben bei den Frauen anstelle von zwei Waschmaschinen nur eine Waschmaschine. Da sind aber zwei Waschmaschinen und ein Trockner. Und ich muss jetzt auch noch mehr, weil ich will mich ja eben mit Lego ein bisschen fame machen und dies muss ich schaffen. Im Gegensatz zum letzten Mal, den Transformer habe ich bis jetzt immer noch nicht. Jetzt muss ich ja eben schauen, dass ich es diesmal wieder schaffe. Weil die teuren Sachen, die machen ja mega fame irgendwie komischerweise. Jetzt jeden Tag nur noch das. Kann man es überhaupt sehen? Nein, kann man nicht sehen. Ich muss es bisschen nur so wenig und also das muss ich mir echt gut einteilen. 1,47 und dann da kommt ein gutes Kaffeegeld bei raus. Aber das, naja, ist halt eben so, das, was bei mir heute Abend gibt, diese Stangen kosten immer so viel wie Brezen. Ich weiß nicht, wie die überhaupt heißen. Also immer gleich viel und erst hat es, also nein, sonst immer hat es 29 Cent gekostet, jetzt kostet es 35 Cent und die Brötchen, also diese 14 Cent Brötchen von heute früh oder 15 Cent, die kosten jetzt 17 Cent, also wahnsinnig, ja, Pandemie, Maske, ja, sehr witzig, ich lach mich schlapp, ey, ganz ehrlich. Ein ganz toller Witz. Zum Dealbild kommt man später noch, also gleich, es dauert nicht mehr so lang. Ist gerade die Kamera dunkelt schon wieder ab, weil es so viel Licht ist. Darum, ja, sieht es ein bisschen verschwommen aus. Ja, jetzt kommt da zu viel Licht rein und wo kommt die Flasche jetzt auf einmal her? Die war doch davor noch. Ich habe die irgendwie umgetreten auszusehen. Kann sein. Passiert jeden Mal, denke ich mal. Ich würde schon gern mehr Licht reinlassen, aber. Ah, jetzt geht's auf einmal. Schau mal da. Der hat auch eine FFP2-Maske auf. Der Bambi. Ah, ja, genau. Den wollte ich noch versuchen. Da kommen wir später zu. Aber bei diesem Modell hier. Hoppala. Ich muss die Kamera verstellen. Hierzu gibt es vier Kategorien. Je zwei und. Dazu kommen wir gleich. Also Kategorien wären Aufkleber und Farbseuche, Baufehler und wobei Aufkleber und Baufehler reimt sich doch. Also Aufkleber, Baufehler, Farbseuche passt jetzt best zusammen. Und noch das vierte, keine Ahnung, was es war. Ich habe es vergessen. Aber jetzt erstmal hier in. Da ist die Anleitung, genau die brauche ich jetzt. Einen Tiger brauche ich nicht, aber ist auch egal. Zu den Figuren kommen wir dann gleich. Erstmal, ich weiß nicht, ob. Fangen wir mal ein bisschen langsam an, darum.
dachte ich mir, fange ich erst mit den Aufklebern an. Ach, da war gerade ein schönes Bild. Aber das ist da so blöd abgebildet, dass man es nicht sehen kann. Das fertige Modell ist bestimmt schon wieder am Ende, oder? Ja. Hey, wie fängt es an? Ah, dazu kommen wir ja im nächsten Video, was da so als ein geiles Teil verbaut ist. Ich wollte mal schauen, ob es so gehört, dass die Tropfenformen von den vorderen Kotflügeln halb überdeckt sind. Also so. Und so wie ich sie in Einleitung sehe, diese 1x1-Teile. Das ist kein 1x1-Teil. Das ist nicht mal ein 1x2-Teil oder ein. Ah, es ist die falsche Reihenfolge, ne? Oder ein Arafettelteil oder ein Arahalbteil. Ja, halb und Viertel, das ist etwas, was die meisten nicht auseinanderhalten können. Ist nicht so schlimm. Das passt total, wirklich. Jetzt kann ich es euch besser zeigen, weil dann kann jetzt nichts mehr rausfallen. Da die Kotflügel, ich habe es jetzt gerade mal aufgeklebt, die Aufkleber. Das ist genau das Problem mit dem Licht jetzt gerade, ne? Die strahlen da, das. Kann man es jetzt besser? Jetzt schmeiße ich den Tiger gleich runter. Und schaut mal, wie gut er gebaut ist. Ah, darum geht es ja gar nicht. So, jetzt hier, genau, der ist aber heute nicht dran, der muss weg. Der kommt bestimmt noch irgendwann mal dran. Ich habe aus Spaß mal, aus Neugier einfach, die Aufkleber vom Trittbrett dran gemacht. Es sieht so langweilig aus. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das macht gar nichts aus. Gar nichts einfach. Aufkleber. Ja, ich dachte, die Türen, also das glitzert nicht mal oder so. Ich dachte, es wären so, sollte irgendwie so diese oder diese Liftarme generieren, die auch so Löcher irgendwie haben, aber nein. Das sollen keine Löcher sein, soll auch kein Glitzer sein, das sieht nach nix aus. Das sieht einfach nur. Keine Ahnung, was das sein soll. Ganz ehrlich, ich verstehe das überhaupt nicht. Vor allem, was mich ärgert, ist mit dem Aufkleben, weil da habe ich. Das verstehe ich nicht. Ich habe es doch die ganze Zeit geschafft mit den Türgriffen. Die habe ich aus Spaß einfach mal drauf gemacht. Nur bei der anderen Seite, da habe ich es dann doch nicht mehr ganz geschafft. Da hinten, glaube ich, war das, oder? Ja, das kann man gerade nicht so gut sehen. Ah, jetzt ist wieder irgendwas im Weg. Es ist immer irgendwas im Weg. Oh, jetzt muss ich gerade ein bisschen aufpassen. Die Räder sind gerade ein bisschen im Weg. Ja, die Räder, die berühren gerade das, was sie nicht berühren sollen eigentlich. Aber sollen ja eigentlich schon. Da habe ich jetzt Luft rein gerobbt, weil es einfach nicht so. Ich habe es einfach die ganze Zeit nicht geschafft, es so gerade über dieses Loch mittig einigermaßen zu kleben. Und darum sieht es jetzt nicht gut aus. Und diese blöden 1x1 Lego-Krankheitsteile, die regen mich wahnsinnig auf. Ich glaube, das ist auch das, was an Lego so teuer ist. Diese Kleinkram, Dots und so weiter. Das, ja, da merkt man ja, was Sache ist, ne? Und jetzt will ich mal. Bist du für ein Vogel, ey? Geil! Für 4 Euro. So viel Technik. Aber ich will jetzt nicht loben, ich will jetzt meckern und. Ich will jetzt aber auch einen fairen Vergleich machen, weil ich habe auf YouTube ein Mock von diesen VW hier gesehen. Ach so, Raptor, das ist Englisch, das heißt auf Deutsch, so wie es geschrieben wird. Raptor, das sind Arten von Dinosaurier, das sind Raubsaurier im Endeffekt. Und
Dieses Video kommt nicht auf TikTok, das bleibt auf YouTube und ich habe Mock gesehen von diesem Modell, da werden die Lichter gebaut. Und so sieht's aus, wenn von Ford die Lichter gebaut werden. Ah, jetzt muss ich es ein bisschen. Aber habe ich das? Ja, ich habe das hinten auch runter. Und alles, was ihr hier drin seht, an dem blauen, ist gedruckt. Teilweise ist es nicht gutes gedrucktes. Der Camaro, der rauskommt, der hat den mittleren Streifen, der hier leider gedruckt ist, gebaut. Also ich habe mir auch gedacht, warum nicht einfach anstelle von. Gibt es das Teil auch in dunkelblau? Ich muss gerade mal schauen. Ja, gibt's. Dann zeige ich es euch mal direkt. Bekomme ich das überhaupt raus? Nein. Das. Leute, es dauert gerade ein bisschen. Ah! Also das kriege ich gar nicht mehr auseinander. Ja, das der Lufteinlass, den will ich ja gar nicht rausbauen. Ich will einfach nur diesen hellgrauen 2x6 oder 2x8 Platte da, die graue, die hellgraue. Ach, Deutsch ist eine Scheißsprache so und das ist halt der Unterschied, ne? Ich krieg das gar nicht auseinander. Das Ding regt mich auf. Das ist einfach zu stabil gebaut. Ich meine, ich finde es gut, dass Crater stabil gebaut werden, aber klar muss auch was oben dran sein, aber ich will es doch auch mal irgendwie zeigen können. Es muss mir schon wieder den Nägel abbrechen. Ich hätte jetzt auch einen Teiletrenner, aber ich habe auch andere Sachen noch hier auf dem Tisch, weil ich noch nicht geschafft aufzuräumen. Das Problem hier bei diesen bedruckten Sachen ist, es wäre doch so geil, rein theoretisch, wenn dieser 2x2 Slope einfach komplett in Wagenfarbe gebaut wird und nicht auf einen weißen 2x2 Slope einmal in Wagenfarbe drüber gedruckt wird, weil alles habe ich es versetzt. Ach, sogar noch in die falsche Richtung. Diese scheiß Rail fliegt immer ab. Das regt mich so auf. So, soweit in Ordnung. Ja, aber dieses scheiß Drecksding, dieses hässliche Mistvieh muss ich da jetzt irgendwie wieder dran machen. Diese blöde Scheißdreck da. Das regt mich so auf. Wisst ihr das? Könnt ihr euch das vorstellen, was für eine Scheiße das ist? Mit diesen blöden Rails da. Das ist so bescheuert einfach nur. Vor allem, ihr müsst euch mal geben, wie schlecht die Drucke. Ich meine sogar in Wagenfarbe das Ganze. Wie bescheuert ist das von Lego, ganz ehrlich. Ich meine, Drucke können echt geil sein, wie da zum Beispiel, ne? Oder fall nicht runter, du. Oder da dieser Druck ist auch geil, aber in da zum Beispiel, da hinten, der Druck ist auch geil, das miesen Riffel da. Sonst noch was Gutes? Ja, das, dieses GD-Zeug, auch in Ordnung, aber warum ist nicht einfach komplett, ach so, da sind so Wagenfarbenstreifen schon wieder dazwischen, ne? Es ist ein bisschen, ja. Vor allem, man sollte ja meinen, ne, dass wenn man nicht aufkleben muss, dass das Ganze funktioniert. Ich kann es umdrehen und es greift immer noch nicht ineinander. Also jetzt geht es so einigermaßen ineinander, aber da ist ein Abstand und wenn ich einen Abstand versuche wegzumachen, dann. Es geht nicht. Also ich denke immer, das ist irgendwie da am Anschlag, aber das Problem ist, ich zeige euch mal das Problem, also wie falsch das gedruckt ist. Da ist ein weißer Streifen und da ist kein weißer Streifen. Lego können
nicht mal drucken. Ich meine, aufkleben in Ordnung, ja, aber muss man das so falsch machen? Ich meine, wir denken, ja, okay, wir haben also wir haben gedruckte Teile, das heißt, es muss passen. Was davon passt jetzt? Da passt überhaupt nichts zusammen. Nichts passt. Ich meine, von weiter weg passt es schon, aber wenn man sich das genau anschaut, ja, ich kann es umdrehen, aber dann passt es schon wieder nicht. Ich kann es umdrehen, wie ich es will. Es passt nie. Das ist so, so schlecht von Lego. Ich meine, das Modell an sich ist gut. Das ist ein geiler alter Mustang. Also alt, das heißt, da ist kein Glas vor, sondern nur das Runde da so. Und da sind auch so, das soll eigentlich Chrom sein oder Metall irgendwie, das Hellgraue da, was zwischen Lichtern ist. Das hängt immer zusammen, dass da vorne kein Glas vor ist. Das ist auch ein alter Mustang. Das gehört so, das muss so sein. Aber dass die das falsch bedrucken, die drucken schief, ernsthaft jetzt, ne? Das müsste ich wirklich mal geben. Ich meine, das sieht geil aus. Das muss ja auch in nichts reingreifen. Das ist einfach so frei drauf. Genauso wie auch da hinten diese komischen Riffel. Das ist egal. Das könnte ich mir auch noch eingehen lassen. Aber der Rest hier mit diesen 2x2 Slops bedruckten, mit diesen blöden Rallye-Streifen, das sieht so schlimm aus, weil das nicht sauber gedruckt ist. Ich meine, das Ding ist echt sehr teuer, ne? Aber auch sehr perfekt. Aber es ist falsch bedruckt. Damit haben Lego mir ein Produkt von ihrer eigenen Firma versaut. Also Lego versauen ihre eigenen Produkte, indem die schlecht, also falsch drucken, schief drucken. Nicht richtig drucken, sondern falsch drucken. Also verstehe ich nicht. Das, zum Beispiel, dass der mittlere Streifen nicht komplett irgendwie oder kann man es nicht irgendwie so in Technik bauen und dann mit Systemsteinen irgendwie verbinden, so dass es ineinander greift. So wie zum Beispiel beim Ford, bei den Orangen, da ist ja auch so einigermaßen, ne? Also, das ist ein geiles Auto, ist doch perfekt, aber die Rallye-Streifen, die sind schief gedruckt. Der Rest ist gut gedruckt. Nur die Rallye-Streifen davon sind schief gedruckt. Richtig schief, überall schief. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Rücklichter kann man immer bauen, egal wie kompliziert es ist. Da hätte ich auch doch eine Idee für, aber ist einfach nicht. Ich kann es verstehen, dass wegen den Felgen das Ganze so teuer ist, weil es so speziell ist. Silber und dann noch Singlespeichen, aber dass die falsch drucken müssen, das entwertet doch diesen Aufwand und diesen Aufwand. Oder nicht? Wie seht ihr das so? Und warum sind die Akkuschrauberscheiben nicht auch silber? Check ich nicht. Vor allem, warum muss gerade da so eine hässliche Noppe überstehen? Sieht doch nicht gut aus. Also, und vor allem, das gehört es so, keine Ahnung, aber das gehört garantiert nicht so. Da wette ich drum. Und vor allem diese Noppen, ja, okay, aber ich finde es trotzdem nicht so schön, weil da sind doch auch Fliesen drauf. Ja, die habe ich jetzt nachträglich drauf gemacht, aber die waren schon drauf. Und mir ist später noch aufgefallen, dass ich das doch nicht so sauber geklebt habe, weil da habe ich doch ein bisschen versetzt, verklebt, versetzt, beklebt. Beklebt heißt es, ja. Und da auch. Oder nein, das ist doch perfekt auf dieser Seite, oder nicht? Doch, da ist perfekt, nur die andere Seite habe ich nicht geschafft. Egal, ist geschenkt, sind Aufkleber. Aber dass sie das beim Mustern nicht schaffen, mit den Rallye-Streifen. Peinlich. Und ja, wir können gerne mal ein bisschen reinschauen. Nein, da sind die Sitze gerade im Weg, ne? Geht es so irgendwie? Ich kann ja mal das ganze Armaturenbrett rausholen, damit ihr euch meinen Innenraum besser anschauen könnt. Das ist ja nur auf diesen Konnektörchen
Kann man die rausmachen oder? Nein, die sind fixiert, geht nicht. Das sind so Vierer-Konnektoren, da steht eine 4 drauf. Das ist Armaturenbrett. Ich habe es mal beklebt, weil. Jetzt kommen wir mal zu den Teilen. Wie schlimm das aussieht. Bäh, sieht gar nicht gut aus mit den hässlichen Noppen. Da hätte ich gern noch was drauf, aber. Ja. Also, jetzt einfach nur, wie falsch es gebaut ist. Ja, und. Der Winkel ist vorgegeben und ganz, ganz viele weitere falsche Bautechniken kommen jetzt noch dran. Da wurde echt viel falsch gebaut. Das Einzige, was gedruckt ist, ist da der Kotflügel, aber das ist wieder Aufkleber auf den schwarzen Kotflügel da. Und also ich habe alles beklebt aus Spaß, einfach weil ich dachte, warum auch nicht. Ich meine, das ist doch lustig mit den Lichtern. Das, ja, nicht so, aber. Es müssten auch dunkelgraue Elliftarme sein, damit es besser zum Rest passt. Vor allem dazu. Ist aber nicht. Vielleicht gehört es ja auch so, keine Ahnung. Baufehler, ja. Jetzt wird es ein bisschen hart, ne? Was für ein Aufwand die da betrieben haben an. Zahnräder, ich meine, die ganze Lenkmechanik, müsst ihr euch mal anschauen. Kann man es überhaupt sehen? Ja, kann man sehen. Ich muss nur einen Sitz kurz vor. Geht nicht ganz. Hinten ist ja auch eine Tür, ne? Da ist extra so eine Anlage für, um die Lenkung umzulenken. Und. Gibt es doch mehr Baufehler? Ja, Baufehler. Aber ich wollte erstmal zu den Fehlfarben kommen, weil es nicht ganz so hart ist. Erstmal die Fehlfarben noch. Da ist ein bisschen. Das ist so ein roter Konnektor. Ich weiß nicht, warum das rot sein muss. Fehlfarben sind auch denn die Ladefläche. So rote. Was ist das? Ja. Diese roten gibt es auch in Orange, das wäre kein Problem gewesen. Wirklich, also. Ich weiß noch nicht, warum die einfach nicht so orangene von diesen gewickelten Teilen genommen haben, weil die gibt es auch in Orange. Habe ich in einigen Sets schon. Oder ich habe sowas auf alle Fälle schon mal gesehen, aber ja, egal, was soll's. Das mit den Fliesen verstehe ich nicht. Das, ja. Vor allem, warum habe ich da keinen Aufkleber, um die Ecke wieder. Ich meine, um die Rundung wieder in die Ecke reinzumachen? Ich meine, ja, da soll es rund sein, aber da soll es doch auch rund sein. Verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich finde es aber. Nein, es kommt im nächsten Video dran. Fehlfarben, ja. Also. Fehlfarben da hinten zum Beispiel. Diese blauen Teile, die haben. Echt hohen Wert. Die Dinge sind sau teuer, die blauen Teile da. Die blauen sind sehr, sehr teuer. Darum kostet der auch so viel Geld, weil er die Konnektoren in Blau drin hat. Weil bei Ducati sind diese blauen Konnektoren da, die auch da vorne da verbaut sind, die ja die Lichter halten. Das ist ja so, ja. Einmal nur drin verbaut und die Dinger sind sehr teuer und sehen nicht gut aus. Also aufpassen. Aber ich habe das günstigste, was ich für was ich den gesehen habe, bis jetzt war für 106 Euro. Jetzt habe ich ihn für 103 Euro gesehen und ich finde, dafür kann ich ruhig noch einen zweiten kaufen. Ich weiß auch nicht, was diese. Einmal eins Grabsteinfliesenplatten da sollen. Die stehen da ab. Ich weiß nicht warum. Und ach so, na, es passt so. Der ganze Rest, ja. Verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Baufehler. Oh, jetzt kommen wir zum. Also Fehlfarben, ja genau. Weiß ich nicht. Kann man es als Fehlfarben.
Ach so, ja, das ist auch viel, vor allem die roten Achsen, halt, die stehen raus. Ah, jetzt kommen wir mal hier zu diesem Bild da, weil es ist ja noch nicht so schlimm. Also, kann man es jetzt richtig sehen? Ja, jetzt kann ich. Bevor ich weitermache, will ich noch kurz überprüfen, ob es diese Dreierpins mit Achsaufnahme auch in anderen Farben gibt. Ich schaue mal in die Anleitung davon nach, hinten, weil das interessiert mich jetzt wirklich mal sehr. Ob sie nicht auch in Schwarz geben würde. Nein. Aber so schwarze Achspins gibt es doch da drinnen. Aber die wären da in den Trittbrettern nicht so gut. Gibt es hier auch ein Hellgrau? Ich muss mal schauen. Nein, auch nicht. Die gibt es nur in Orange, oder? Finde ich die? Ja, 43 Mal, aber in Schwarz hätte ich die gerne mal gesehen, weil die würden dann besser reinpassen, weil noch zu den Vielfarben, das ist Vielfarbe und das ist kein Dunkelgrau, sondern Hellgrau. Es liegt einfach nur daran, weil ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da dieses, das sind halt eben dieselben Konnektoren wie, oder die gleichen, wie auch immer, kann man sich hier drüber streiten, vor allem, dass sie da leicht drehende Achspins genommen haben. Ich meine, sieht es gut aus? Ich weiß es nicht. Wo muss es da beige sein? Es sieht einfach nur komisch aus. Der richtige Foldraptor, der ist ja da ganz vorne schon mit aufgelistet, also mit abgebildet. Und da sehe ich keine beige A-Säule. Also da sind keine beigen Punkte drin oder was auch immer. Aber es ist doch eh eine andere Farbe. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich meine, da gibt es viel Gutes sozusagen, aber auch viel Schlechtes. Diese Konnektoren, diese grauen da, sind die gleichen Konnektoren wie da, diese Konnektoren. Nein, das ist kein Liftarm, das ist so ein Konnektor. Gibt es noch woanders zu sehen? Ja, hinten ganz viel. Hinten gibt es diesen, ich habe ihn gerade eben noch gesehen. Ja, doch, da. Aber bevor wir zu den richtig harten Sachen kommen, ach so, passt der Motor wenigstens. Ja, da ist auch ein bisschen rot drin. Sieht einfach nicht gut aus, aber kann man es überhaupt sehen? Das Rote da, jetzt kann man es gut sehen. Ich weiß nicht warum. Vor allem habe ich auch, aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal hier das weg. Ach so, ja, genau, Farbseuche. Seht ihr das Weiße da? Vier weiße Sachen sind drin. Zwei weiße Mickey-Mäuse, ein Technikrahmen und noch das Nummernschild da hinten. Das beklebtes Weiße da. Jetzt habe ich gerade die A-Säule ein bisschen abgerissen. Das ist aber egal, weil das überhaupt kein Problem ist. Das mache ich einfach wieder dran, weil es ist sehr leicht drehend. Darum geht es auch leicht wieder dran. Und jetzt habe ich es gerade falsch rum dran gemacht, weil die rote Achse soll ja nach außen stehen. Das kriege ich schnell wieder hin. Bevor wir zu den harten Baufehlern kommen und zu was ich noch so alles sagen wollte, erstmal hier etwas weniger Schlimmes. Das, um den Winkel wieder hinzubekommen. Nicht für den Winkel habe ich sagen wollen, Entschuldigung, das weg, das auch weg, irgendwas klappert da jetzt gerade. Jetzt habe ich ernsthaft Flügel von abgerissen, ey. Andere Seite muss ich jetzt gegenhalten, weil ich jetzt den anderen Flügel mit rausschiebe. Bin
wie diese rote Sechserachse. Ist eine sechste lange Achse, die rote. Jetzt mache ich irgendwie alles gerade auseinander. Jetzt wieder zusammen. Ich hoffe, das hält jetzt zusammen. Wenn ich das hinten packe, dann müsste es doch eigentlich einigermaßen. Ich wollte nur von den täuschen, also wegen Fehlfarben, ne? Das Gelbe da, warum muss es orange sein, wenn man es nicht sieht? Das Gelbe, keine Ahnung, aber das Orangene verstehe ich nicht. Weil das sieht man doch gar nicht. Das ist doch egal. Könnte auch eine andere Farbe sein. Damit die Farben nicht so schnell ausgehen. Ah, jetzt blendet es der Karton gerade. So, jetzt hier schnell Bildchen machen. Ist es die richtige Seite vom Karton überhaupt? Ich komme gerade mit dem Finger nicht dran. Mein Arm ist so kurz. Mein Arm ist so kurz. Hilfe. Ah, aua, 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 aua. Ah. Ich habe es gerade versucht, extra so hin zu positionieren, dass man alles gut sehen kann. Es tut echt weh gerade. Es tut wirklich weh. Ist kein Spaß. Es tut einfach nur weh gerade im Moment. Ah, aua. Autsch. Aua. Aua, 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 aua. Autsch. Aua. Alles tut es gerade weh. Autsch. Ah. Aua, aua. So, jetzt kommen wir zu den Baufehlern. Diesen Baufehler da. Dass da so Achsen rausschauen müssen, finde ich gar nicht mal so schlimm, weil irgendwie muss der Winkel ja perfektioniert werden. Ach so, da gibt es auch dunkelgraue Mickey Mäuse, ne? Also hin und wieder, wenn Lego wollen, können die auch Farben. Da sind die Mickey Mäuse noch in Weiß verbaut, die sind da im Rahmen drinnen verbaut. Da sind die zwei weißen Mickey-Mäuse. Und da ist doch dieser rote halbe Lift am irgendwo. Keine Ahnung, was das soll. Warum muss da so viel Weiß drin verbaut werden? Muss doch nicht sein. Ja. Vor allem diese Fehlkonstruktion. Warum muss die vordere Tür überstehen? Ich muss mir doch mal das Original davon anschauen. Weil das checke ich jetzt überhaupt nicht. Ach, vorne ist es ja mit abgebildet, ne? Weil muss ja sein. Also, ist da noch was? Nein, nicht. Diesen Knick sehe ich ein. Aber da hinten steht doch gar nichts ab, oder? Es geht doch gar nicht drüber. Bei mir schon. Ich verstehe es einfach nur nicht. Da ist so viel falsch dran. Und ich verstehe einfach den Grund dafür nicht. Vor allem, jetzt kommen wir zu den richtig harten Baufehlern. Wo war das? Es war alles nur hinten, oder? Ja. Nein, oder doch? Nein, die guten Sachen darf ich hier in diesem Video nicht sagen, weil es darum nicht geht. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Baufehler, Baufehler, ich finde es gerade nicht. Ich brauche einen Moment. Oder?
Ach ja, ich mach mal vorne so lange Baufehler. Merkt euch mal die Aufkleber, wie es aussieht. Das, wenn ich es da wegmache, da ist nichts verdeckt. Alles, was diese Schräge nur reinmacht, ist eine Ecke da oben. Es macht keinen Sinn. Also wirklich, ne, diesen schwarzen 2x1-Lob kann man genauso gut weglassen. Wird auch kein Käseecke genannt. Oder wird nur das untere davon versucht wegzugenerieren. Ich weiß es nicht. Ich verstehe das Schräge einfach nicht. Baufehler, 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 Baufehler. Ja, komm jetzt mal. Da vorne war doch irgendwo auch was, oder? Ja, genau da. Dass da sowas überstehen muss. Verstehe ich nicht. Das macht keinen Sinn, so. Ich meine, das kann man doch auch irgendwie verbauen. Also, da stehen Pins ernsthaft ab, ne? Und da hinten wird es jetzt echt böse. Ich meine, die blauen Pins da, wo der, da war irgendwo in dem Kotflügel, da ist so ein blauer Pin über. Kann man den sehen? Da ist der blaue Pin einfach über. Vielleicht kann man ihn ja von innen sehen. Ich muss mal schauen, dass ich irgendwie. Nein, der ist komplett zugebaut. Wenn ich es schaffe, das irgendwie abzumachen. Ah, ich muss erst das Gebaute da, diese Gebäudeschräge da abmachen und jetzt erst, wenn ich das da. Oder? Geht es nicht? Doch, geht schon, aber. Ist ein bisschen schwierig gerade. Und darum mache ich mir auch gerade die Arbeit, um euch das zeigen zu können. Der. Es geht der. Da wird so ein blauer Pin einfach umbaut. Der blaue Pin bleibt da. Und über diesen blauen Pin kommt dieser orangene L-Liftarm drüber. Fehlt gerade nicht rein, jetzt. Da kommt der L-Liftarm einfach nur drüber. Und wird dann da mit diesem roten Achspin da reingemacht und dann. Jetzt habe ich da irgendwie was. Also in diesem Modell stimmt vieles nicht. Aber das Schlimmste habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, oder habe ich das schon? Ich muss erst das da wieder drauf machen. Die schwarzen Fliesen gehören bestimmt so, nur dass da so ein Ecker denen über bleibt, weil es einfach die falschen Teile dafür sind. Und ja, irgendwas habe ich denn auch noch gesehen, was einfach nicht gut aussieht. Da stehen noch mehr Pins über. Ah, genau. Nein, es war so eine Achse, die da übersteht. Diese grauen Konnektoren, diese grauen Achsen, die stehen da auch über. Da steht aber noch viel mehr über. Zum Beispiel das Gelbe da. Wurden weggespart. Ich weiß nicht warum. Da wurden noch mehr mit Pins irgendwie. Ja, zum Beispiel verstehe ich auch nicht, warum. Ich meine, wen stört es, ob der Auspuff da ein bisschen weiter raus oder weiter rein ist? Das ist doch egal, oder nicht? Warum müssen da schon wieder so Achsen rausschauen? Kann man doch einfach ein, zwei nach außen jeweils und dann passt doch auch. Schaut doch kein Mensch hin.
So, genau. Und ja. Genau, diese hellgrauen Konnektoren, die, ich mache meine Tür auf, diese hellgrauen Konnektoren, die Rundloch Pin, die sind da vorne mit drin verbaut, viermal. Das kann man es überhaupt sehen? Ja, das kann man sehen. Das sind die Konnektoren, womit es befestigt ist. Die sind nicht dunkelgrau, sondern hellgrau. Das scheint nur irgendwie dunkelgrau, weil die da viel drüber gepinselt haben mit ihren Effekten. Oh. Und ich kann mich auch an kein Auto erinnern, wo so wagenfarbene Ecken mit drin verbaut waren. Also komische Inneneinrichtung. Verstehe ich nicht. Ja, es war alles, glaube ich. Ich mag das Modell sehr, aber nicht mit diesen Schwächen. Es macht irgendwie keinen Spaß. Ich muss jetzt noch schauen, ein gutes Bild rauszusuchen, also ein einigermaßen scharfes. Da habe ich doch irgendwo noch was gesehen. Ja, genau. Warum muss die Richtungsumkehrung von Lenkung dagegen stoßen? Also, ja, umgekehrt, aber egal. Das passt einfach nicht. Das ist ein Fehler, das ist ein Baufehler. Das ist ein Baufehler, ernsthaft. Da kommen wir nicht mit klar. Gar nicht. Sonst noch was? Ja, okay. Es könnten Seitenblinker sein, verstehe ich, aber das Blaue, egal, ist eine Funktion, das passt. Ja. Weitere Baufehler. Das ist das einzigste von diesem Teil, was verbaut ist. In keiner anderen Farbe ist verbaut, außer in Orange und auch nur einmal. Ja. Ich weiß noch nicht, warum da so ein Abstand sein muss. Und ja. Da sind viele Baufehler. Zu den guten Seiten des Modells kommen wir dann morgen im Video. Ich freue mich schon drauf, weil da rede ich viel lieber drüber. Aber jetzt sagen wir erstmal, keine Ahnung, was es soll. Das verstehe ich sehr gut. Da soll eine Seitenwinde angeblich hin. Blödsinn. Zu den guten Sachen kommen wir dann morgen. Ach so, das ist übrigens gegenläufig, ne? Das außen ist gebaut, das ist ein Aufkleber, das gehört so. Hinten dunkelgrau, vorne schwarz und da ist vorne dunkelgrau und hinten schwarz. Das muss so sein. Aber irgendwie geht es dunkelgrau auch in eine Linie einigermaßen über, oder nicht? Also, finde ich. Und dieses Schräge da. Ist die A-Säule auch so schräg beim echten Modell davon? Und sind auch so beige Dinger drinnen? Die haben nicht mal für die Außenspiegel so Aufkleberchen dran gemacht, damit man irgendwie das Gefühl vermittelt bekommen kann, dass man irgendwie nach hinten schaut oder so. Nix. Sie haben sich einfach so weggespart. Ja. Zu den Sitzen, das kann ich zu den Sitzen sagen. War da auch was? Ja, die sind ein bisschen sehr arg locker halt eben. Die müssten doch auf so einer Achse sein, oder? Ich muss mir mal genauer anschauen. Ja, das ist so ein hellgraues kleines R, so ein Kreuzloch, Rundloch, Rundloch, Rundloch und das steckt in der steckt so ein. Ich kann nicht ja mal so einen Sitz rausholen. Ah, so geht es raus. Oder ja, genau so.
Warum bleibt es jetzt stecken? Verstehe ich nicht. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das ist so ein Sitz. Darum ist es auch ein bisschen lockerer. Weil. Pin-Pin-Achse. Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht Schwerkraft oder so. Wie weit ist doch mal drin verbaut? Ich muss doch mal reinschauen. Ach, so ist es alles klar. Ah, jetzt habe ich gerade irgendwie einen Baufehler gemacht. Ich habe irgendwie diesen schwarzen Liftarm da, der so. Das ist so einer, der um die Ecke gehende, so versetzte Löcher hat. So einer ist es. Ich weiß nicht, was für Länge das ist. Da gibt es ja zwei Längen drin von diesen Teilen da. Und den habe ich gerade rausgerissen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und es macht nichts. Ich mache meinen Fehler wieder in Ordnung. Aber ich verstehe immer noch nicht. Unter anderem. Jetzt riecht es da gerade gar nicht mehr. Stunde mal bald geschafft, Leute. Es dauert jetzt erstmal lang genug, bis ich das hochlade. Also, sagen wir mal zu lang. Und ja, bis dahin. Zur Not kann ich dann später nochmal von neu drehen. Das ist egal, ich habe heute eh Zeit ohne Ende. So gesehen passt es ja. Also ich krieg das, ich brauche ein bisschen länger dafür. Zu den weiteren Baufehlern gehören zum Beispiel, dass deine Achse raussteht. Noppen. Wo auch immer die Noppen herkommen, keine Ahnung, ey. Und dass da so eine Lenkung zwischen sein muss. Ich meine, klar bei den tiefgelegten Technik, vor allem Technikmodellen, geht es ja nicht anders. Das ist tiefgelegt, der ist hochgelegt und bei den tiefgelegten finde ich das total in Ordnung, dass da die Sachen halt eben so vor allem, was für geile Flügeltüren, ey. Klar ist die Lenkung dann extrem hoch, da sage ich ja nichts, aber bei einem Geländewagen ist so etwas nicht zu erwarten und sowas will ich da auch nicht sehen. Ich sehe es aber trotzdem, weil es falsch gebaut ist. Falsche Bautechniken da. Sehr viele falsche Bautechniken. Macht keinen Spaß. Ich finde es geil, dass er Feder hat. Vorne hat er. Ach so, da kommen wir morgen zu. War ja. Ich habe jetzt aber erstmal nichts mehr zu meckern. Morgen geht's weiter, also. Ich habe jetzt gemeckert. Ja, vor allem finde ich es auch nicht so schön, dass da die Lichter geklebt sein müssen. Aber irgendwie finde ich es auch cool, aber dazu morgen mehr. Bis dann.